So, ganz was anderes, meine Damen und Herren. Die Grünen hatten gerade eine Idee. Schwarzfahren soll in Deutschland keine Straftat mehr sein, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Ne? Ja. Boah. Dabei ist Knast manchmal besser als Bus. Ne? Mehr Platz und nettere Leute. Tatsächlich entdeckt die GroKo gerade den öffentlichen Nahverkehr. Wegen Dieselkrise und so. Überfällig. Was leistet denn unser Verkehrssektor eigentlich in Sachen CO2-Reduktion? Wir wollen die Klimaziele 2030 einhalten. Das heißt im Verkehr 42% Reduktion. Von 1990 bis heute null Reduktion. Ja. In 29 Jahren null Reduktion. Ne? Was sagt man dazu? Puh. Ganz genau. Aber jetzt bringt der ÖPNV die Rettung. Schließlich hat die GroKo ja 2017 ihr sogenanntes Sofortprogramm für saubere Luft gestartet. 1,5 Milliarden Euro. In 5 deutschen Modellstädten gibt es immerhin ermäßigte Nahverkehrstickets. Und wenn mal jemand radikalere Ideen hat, passiert das hier. Nicht von uns bearbeitet. Die Linke will öffentlichen Nahverkehr für alle, und zwar in guter Qualität, barrierefrei und bezahlbar, am besten zum Nulltarif. Erstens. Ja, Sie haben es erkannt, das doofe Lachen war natürlich Andi Scheuer. Ja. Ja gut, kostenloser Nahverkehr, da kann man drüber streiten. Ich sag mal, pünktlicher und sauberer Nahverkehr würde schon reichen. Viele Bahnen haben 30 Jahre oder mehr auf dem Buckel. Die Folge kennen Sie. Ausfälle, Überfüllung, Ersatzverkehr. Da heißt es jeden Morgen für tausende deutsche Pendler nicht the fast and the furious, sondern the fast pünktlich and the furious. Ja? Und zwar zu Recht furious. Plus das ganze Chaos zwischen den vielen unterschiedlichen Verkehrsbetrieben. Gucken Sie mal, was passiert, wenn die Düsseldorfer Rheinbahn 43 neue Züge kauft, ohne sich vorher mit Duisburg abzusprechen. Bei der Testfahrt vor wenigen Wochen schrammte ein Prototyp dann hier im benachbarten Duisburg am Bahnsteig entlang. Die Düsseldorfer Rheinbahn musste zugeben, sie habe schlicht vergessen, dass in Duisburg einige Bahnsteige breiter sind. Ah, passiert. Passiert. Noch breiter als die Bahnsteige sind in Duisburg nur die Fahrgäste. Ja, ist nur meine Erfahrung. Es muss viel mehr investiert werden im öffentlichen Nahverkehr. Viel mehr. Und wenn Sie darüber meckern, jedes einzelne Auto verursacht pro Jahr auch 2.100 Euro, und zwar ungedeckte Kosten für Umweltbelastung, Lärm, Luftverschmutzung, Unfälle. Das zahlen alle, übrigens auch Fahrradfahrer. Vor allem muss aber auf dem Land endlich mal was passieren, wo fast gar nichts geht in Sachen öffentlicher Nahverkehr. Wir brauchen innovative ÖPNV-Ideen fürs Dorf. Hier zum Beispiel die Verkehrstrecker-App. Sie zeigt dir an, wo der nächste Trecker ist, der dich in die Stadt bringt. Ne? Der Traktor kann aber auch dein Elektroauto ziehen, das du nicht laden konntest, weil es auf dem Land keine einzige Ladesäule gibt. Außerdem kriegt jede Bushaltestelle bald eine eigene digitale Anzeigetafel. Und da steht den ganzen Tag, hier fährt nie ein Bus. Und wenn es mal ganz eilig ist, Freunde, gibt es ja immer noch Cow2Go. Schnapp dir irgendeine Kuh und reite auf ihr nach Hause. Solche Ideen brauchen wir. Der öffentliche Nahverkehr, da muss man ansetzen. Ich sage Ihnen, solange die Politik, und zwar in Bund und Ländern, nicht wirklich mehr tut für den Nahverkehr, bleibt jede Fahrt ein Abenteuer. Vor allem im Berufsverkehr. Hier, Dennis Knossaller stellt sich der Challenge. Jetzt bei D-Max. Vergiss die Krabbenfische aus Alaska. Lach dich kaputt über Ice Road Trucker. Die ultimative Herausforderung für echte Kerle heißt, mit Bus und Bahn durch NRW. Alle meine Freunde haben gesagt, ich spinne. Aber ich ziehe das durch. Ich versuche, von Oer-Erdschwick nach Kamp-Lehn vorzukommen. Und zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. What? Und jetzt kommt's. In nur 5 Tagen. Härter geht's nicht. Zieh dir ein Ticket. Aber Vorsicht, für welchen Tarifbereich? Hä? Mit Preisstufe 3 darf das gesamte A-Tarifgebiet befahren werden, sofern sich die Preisstufe 3 nicht aus einer tarifgrenzüberschreitenden Fahrtrelation ergibt. Was? Versuch, diese Scheiße zu kapieren, während hinter dir ein wütender Mob wartet. Ich steck dich ab! So, ich hab die Busfahrt nach Recklinghausen geschafft. Und jetzt? Jetzt müsste eigentlich jeden Moment die Regionalbahn nach Duisburg kommen. Ja, die Bahn hat technische Probleme. Ich sitze erstmal fest. Ich muss aufpassen, dass ich nicht dehydriere. Tag 2. Die Regionalbahn Richtung Duisburg. Duisburg, Duisburg! Bald bin ich in Duisburg!
Tag 3. Dennis Knussaller hat sich mit Cholera und Gelbfieber infiziert. Außerdem wurde sein Rucksack geklaut. Hätten Sie vielleicht 2 Euro für den Bus nach Camp Lindford? Trotzdem schönen Tag noch. Dennis Knussaller hat schon viel erlebt. Aber Busfahren bringt ihn an seine Grenzen. Verzeihung, müssen Sie hier drin Eier essen? Ja. Die Fahrausweise bitte. Ja, wissen Sie, lustige Geschichte. Also, ich drehe hier gerade eine Doku für D-Max, ja, und mir haben sie den Rucksack geklaut. Und so wurde Dennis Knossaller zu einem der rund 7000 Schwarzfahrer, die in Deutschland aktuell in Haft sitzen. Camp Lindford hat er nie erreicht. Neu bei D-Max. Ja. Seit Jahrzehnten werden deutsche Städte nur nach den Bedürfnissen von Autofahrern gebaut. Das ist das Problem. Übrigens, die Kommission für mehr Klimaschutz im Verkehr hat diese Woche einen ersten Entwurf ihres Abschlussberichtes vorgelegt. Und darin kommt das Wort, das werden Sie nie glauben, Tempolimit jetzt nur noch als Fußnote vor. Wer hätte das gedacht? Reden wir drüber mit einer Frau, der Geschwindigkeit schon aus genetischen Gründen suspekt ist, denn sie kommt aus der Schweiz. Hazel Brugger, meine Damen und Herren! Tempolimit. Nur noch eine Fußnote. Ja. Aber mal, jenseits aller doofen Schweizer Witze, Hazel, es gibt da schon einen Mentalitätsunterschied, gerade auf der Autobahn, oder? Ja, also auf der Schweizer Autobahn darf man halt einfach maximal 120 fahren. Und wenn man 3 zu schnell ist, dann muss man so viel zahlen, wie ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern kostet. Also ist jetzt nicht so mega viel, aber schon ein bisschen viel. Und in Deutschland darf man zu großen Teilen einfach machen, was man will, wie in einem Computerspiel. Aber man weiß halt, du hast nur ein Leben. Auf der Schweizer Autobahn ist alles in so einem strengen Korsett aus Regeln. Und die deutsche Autobahn ist eher wie so eine alleinerziehende, frustrierte, übermüdete Mutter von 8 Kindern, die einmal im Jahr mit ihnen in den Freizeitpark fährt, in den Europapark in Russen, sie dann morgens um 9 aus dem Auto lässt und ihnen hinterher schreit: Um 18 Uhr treffen wir uns auf Parkplatz F! Wer nicht kommt, wird nicht mitgenommen! Und insgeheim freut sie sich bei der Vorstellung, dass vielleicht 2 oder 3 es nicht schaffen werden. Naja, ich fahre auch Autobahn, so extrem ist es auch wieder nicht bei uns. Doch. Also jeden Morgen werden in Deutschland die Leute auf die Autobahn geschickt und man sagt, fahrt, fahrt so schnell ihr könnt. Und alle fahren so schnell sie können. Und an der Spitze sind dann meist ein Mercedes aus der Nähe von Stuttgart und ein Audi aus der Nähe von München, die sich ein Rennen liefern, mit knapp 300 km/h tödlich kollidieren und für einen Unfall sorgen, der dann wiederum dafür sorgt, dass Stau herrscht, der dann wiederum dafür sorgt, dass alle anderen auf der Autobahn nicht so schnell fahren können, wie sie gerne würden. Und das rettet ihnen das Leben. Das heißt, es werden einfach jeden Morgen 2 Leute für die Götter der deutschen Autobahn geopfert. Und in der Schweiz haben wir einfach nicht genügend Leute, um sowas zu machen. Ja, 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 ja. Das ist das Problem. Hazel, wo ich dich gerade hier habe als Schweizerin, was sagst du zur geplanten großen Fusion Deutsche Bank und Commerzbank? Ja, Deutsche Bank weiß ich jetzt nicht, aber ich war schon mal in einer deutschen Bank, weil ich wohne zur Hälfte der Zeit in Deutschland und zur anderen Hälfte in der Schweiz. Also, falls die Steuerbehörde zuschaut, ich wohne zu 60% der Zeit in der Schweiz. Und dann dachte ich, ich gehe mal in eine deutsche Bank, weil eine deutsche Bank ist wie so eine Übungsbank für eine richtige Bank. Wobei der Vergleich mit der Schweiz ist jetzt nicht ganz fair, weil unsere Banken hatten ja nach dem Krieg durch ominöse Umstände plötzlich irgendwie recht viel Gold, das wohl zum Teil vorher mal in Deutschland war. Egal. Also Schweizer Banken sind auf jeden Fall total einschüchternd. Man kommt rein, alles ist aus Marmor. Der Boden, die Wände sind aus Marmor, die Pflanzen, die Angestellten, alles aus Marmor. Es werden einem Sachen angeboten, die man nicht versteht. Ah, Tartufo, Ristretto, ja, Barbara Puppi. Und eine deutsche Bank ist mehr so wie ein Jugendzentrum. Da steht dann noch so eine gespendete Couch rum und man denkt sich, ja, oh, hätte man auch entsorgen können. Aber es ist lieb, dass die Mutter vom Dennis die Couch extra noch vorbeigebracht hat. Ja, ach, da ist ein Fleck drauf, der sich bewegt. Ja, interessant. Und ich weiß immer nicht, was mir lieber ist, wenn die Bank viel schöner ist als die Wohnung, die ich mir von ihrem Geld gerne kaufen würde.
oder wenn sie viel schäbiger ist. Weil wenn die Bank total pompös ist, dann heißt das ja, dass sie ihren Kunden zu viel Geld wegnimmt. Aber wenn die Bank runtergekommen ist, dann weiß man nicht, ob die Leute dort überhaupt mit Geld umgehen können. Also grundsätzlich dürfen die dort natürlich von mir aus gerne fusionieren. Ich sage ja immer, jeder deutsche Banker, der im Büro mit einer Fusion beschäftigt ist, ist ein Raser weniger auf der deutschen Autobahn. Auch wieder war Häselbrugger, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Mein Arzt hat mir verboten, mich weiterhin so aufzuregen. Deswegen wollte ich euch allen einfach nur einen schönen Tag wünschen. Oh, Scheiße! Überall lassen die ihre Drecksrequisiten liegen. Und ihr lasst jetzt gefälligst ein beschissenes Abo da.